Hallo liebe Freunde, ich bin Luba aus Kalinkas Küche und begrüße ich euch nicht aus meiner Küche, sondern aus unserer wunderschönen Wald. Und heute ist wirklich ein sehr gutes Wetter, sehr schön warm. Ich freue mich, dass es jetzt die Wolke ist gekommen und dann können wir mal besser aufnehmen. Und ich möchte mit euch heute ein Superfood oder Powerfood, wie nennt man das, sammeln. Den, welche Wegs vor unserer Tür und wir müssen nicht viel Geld ausgeben und im Geschäft was kaufen aus exotischen Samen, Pflanzen, Früchten oder Beeren. Und über was heute will ich reden? Es ist Brennnessel. Und Brennnessel gibt es zwei Arten, männliche und weibliche. Und wir müssen sammeln weibliche, weil in weiblichen Pflanzen sind die Samen. Und in männlichen Pflanzen sind die nur Pollen zum Bestäuben. Logisch. So sehen die männlichen. Schaut ihr. Die sehen, es haben sehr wenig hier Blüten. Das sind nur die Blütenansatz. Und die stehen auseinander oder sogar manchmal nach oben. Da sind die alle so männliche Pflanzengruppchen. Und hier rüber, wenn wir schauen, da sind die weiblichen. Die kennen meistens so und die sind voll mit den Samen. Und so was Prächtiges brauchen wir und werden wir es sammeln. Und wenn wir sammeln, dann müssen wir wirklich in so eine schöne, trockene Zeit, dass keine Feuchtigkeit an die Samen oder an die Blätter ist. Dafür nehmt ihr am besten einen Stoffbeutel und natürlich Handschuhe, weil es piekst. Und dann fangen wir zusammen. Wir können oder jede einzelne abreißen. Natürlich, es ist ein bisschen mehr Arbeit und länger dauert. Oder wir schneiden einfach diese obersten Zweige und nehmen wir die nach Hause und bearbeiten zu Hause. Die Blätter jetzt zum Tee nehmen, bringt es nichts, weil die ganzen Wirkstoffe jetzt gehen in die Samen und im Frühjahr die ganzen Wirkstoffe im Mai, Juni, das ist dann für die Tee, müssen wir dann die frische, junge Blätter sammeln. Aber jetzt kann man die nehmen, aber die haben nicht so viel Wirkstoffe. So, und das können wir einfach so mit Zweigen nach Hause nehmen und zu Hause die weiter bearbeiten. Aber jetzt erstmal sammle ich mir genug Samen. Auf jeden Fall könnt ihr auch noch schneller gehen, wenn wir Zweig abschneiden und dann einfach von oben nach unten ziehen. Dann müssen wir die Zweig nicht nach Hause nehmen. Und dann Blätter können wir auch rausziehen und haben wir dann nur pure Samen. Sucht eure bessere Methode, was für euch am besten ist. So, sind wir jetzt nach Hause gekommen und müssen wir jetzt unsere Brennnessel auf irgendwelche Leintuch oder Baumwolltuch rauslegen, dass die kleinen Tierchen, welche da sitzen, können sich abhauen. Und danach können wir das mit dem Tuch reinbringen in die Wohnung, Wohnzimmer oder welche Zimmer habt ihr und da über die Tage trocknen lassen. Es kommt darauf, was für so ein Wetter draußen und wie warm ist das bei euch in Wohnung ist. Aber auf keinen Fall auf die Sonne trocknen. So, jetzt schüttel ich erstmal alles raus. Sehen Sie, das ist alles schon die Samen von den Brennnesseln. Ja, und da kommen die schon die Tierchen raus. In alle Seiten. So ein bisschen auskalten. Und danach werde ich die Blätter entfernen, dass es besser wird. So, du Käfer, gehst jetzt raus. So, habe ich jetzt die alle Blätter und Stöcke, sozusagen Zweige, alle abgemacht. Und so sieht er jetzt aus.
Und dann könnt ihr irgendwo, wo es euch nicht stört, auf einem Tuch breiten und trocken lassen, bei Zimmertemperatur. Es muss man nicht in Dürrgeräte rein machen oder in Backofen. Tut das Umluft eurer kleinen Samen, die fliegen alles nur umher. Es kann einfach bei Zimmertemperatur oder wenn ihr draußen irgendwo lüftig, nicht auf die Sonne, könnt ihr ausbreiten auf die Terrasse oder sowas, dann geht es auch noch schneller. Oder wenn ihr gar keinen Platz habt, kann man sogar auf die Küchenschränke oben das ausbreiten und trocken lassen. Und wenn es getrocknet wird, werden wir uns wiedersehen. So, liebe Freunde, nach 3 Tagen sieht unsere Brennnessel so aus. Schaut, wenn man nur leicht anfasst, schon die Samen fallen runter. Jetzt können wir das schön mit dem Sieb machen. Machen wir ein bisschen hier Platz, das euch jetzt zu zeigen. Einfach auf den Sieb geben und an den Sieb streifen. Und die kleinen Samen fallen alle runter. Und das, was uns übrig bleibt, müsst ihr nicht unbedingt in Müll wegschmeißen, sondern wenn ihr habt Terrasse, Balkon oder was, könnt ihr es einfach unter der Erde einarbeiten, habt ihr gleich auch ein bisschen Dünger für eure Pflanzen. So, und so machen wir es weiter. Ich mache jetzt meine Samen jetzt so fertig und möchte euch auch so ein bisschen erzählen über diese wirklich alles Könner Brennnesselpflanze. Die Brennnesselsamen wirklich sehr, sehr gesund. Aus denen kann man auch Tinktur machen, ob das mit Wodka oder mit Honig. Wer kann keinen Honig vertragen, dann nimmt er Wodka. Wer kein Wodka, der alkoholisches, kann nicht vertragen, nimmt dann Honig. Oder die kann man auch so essen. Am besten ist die zermahlene Mörse, ein bisschen zerdrücken, dass die Wirkstoffe werden von unserem Körper dann besser aufgenommen. Und die Brennnesselsamen, das sind wirklich Superfood und Powerfood. Brennnesselsamen enthalten 1/3 von pflanzlichen Eiweiß. Und das, was wir natürlich brauchen, Eiweiß in unserem Körper. Auch Vitamin C, Vitamin A, Vitamin E, Mineralien hat er, wie Eisen, Magnesium, Kalium, Calcium, genauso auch wie Kieselsäure und Linolsäure. Und das ist alles, was unser Körper braucht, uns zum aufzumuntern, kräftig zu sein. Wenn ihr das erste Mal das anwendet, würde ich raten, dass ihr anfängt es mit 1 Teelöffelchen pro Tag und schaut, wie reagiert euer Körper. Weil bei manchen könnte es auch passieren, dass kleine Nebenwirkungen als Magen-Darm-Trakt werden. Nicht übertreiben, einfach alles mäßig machen. So, und wenn ihr spürt, dass es ihr gutes vertragen könnt, dann kann man die Menge pro Tag bis 3 Teelöffel erhöhen. Die Brennnesselsamen, die mit ihren Wirkstoffen, die machen unser Körper kräftig, zum Beispiel nach langer Krankheit, Erkältung oder so, mit so einer Kur zu machen, einfach 1 Teelöffelchen von diesen Samen in sich annehmen, egal in welcher Art und Weise, ob das ist Smoothie macht oder über den Salat streut oder über den Suppe so streut. Es ist egal, wie es ist, annimmt, Hauptsache, ihr nehmt an sich das und euer Körper wird viel, viel schneller kräftig und ihr kommt wirklich viel schneller auf die Beine. Schaut ihr, es bleibt wie eine Wolle. So gut kann man abstreichen auf dem Sieb. Manche sogar nehmen die Samen einfach so. Ich würde euch raten, die Samen dann etwas anrösten, dann schmecken die wirklich noch intensiver und noch so nussiger. Dann kann man die auch so nehmen und unbedingt viel nachtrinken. Mindestens für 1 Teelöffel von diesen Samen musst du 1 Glas Wasser dazu trinken. Es ist sehr, sehr wichtig, weil die quellen dann in eurem Magen auf und dann könnt ihr dann zu Problemen kommen. Das ist natürlich
sehr wichtig. So, liebe Freunde, schaut ihr, was ich rausbekommen aus diesem meinen Beutel von dem Brennnessel mit ganzen Zweigen und Blättern, habe ich noch so viel Samen. So ein wirklich wertvoller, sauberer Produkt. Da, wenn wir jetzt das in der Apotheke gekauft oder so, hätten wir wirklich viel Geld dafür bezahlt. Aber sonst haben wir alles mit unseren Händen gemacht. Ich mache erstmal jetzt noch nicht in den Glas. Ich mag gerne noch so ein, zwei Tage die Samen einfach noch so trocken lassen. Ich rühre das oft. Und wenn ich zum Beispiel am den Tag was gebacken habe, wenn ich dann schon Backofen komplett ausmache und dann bleibt dann nur die Restwärme, dann stelle ich gerne oder schüttele auf das Backpapier so dünn und lasse da so 10-15 Minuten mit den Restwärmen nachtrocknen, dass ich bin 100% sicher, dass meine Samen sind trocken. Nur so, wenn die richtig trocken sind, können wir die ganzes Jahr und sogar bis eineinhalb Jahr aufbewahren. Bewahre ich die in die Gläser, in die Honiggläser, wie alle meine getrocknete Tee und alles, was ich trockne, ich sammle immer mehr die Honiggläser, weil ich dafür liebe die, weil die haben noch diese Deckel, kein Metalldeckel, was ist nicht besonders gut für solche Sachen, dass Metall dran kommt. Und die sind dafür echt perfekt, solche Gläser. Wenn dann das wird ausgetrocknet, in die Gläser packen und dunkel und trocken lagern. Nicht so irgendwie so in die Küche auf die Licht stehen lassen. Dann musst du die braune Gläser nehmen. Sonst, ich habe in die Küche ein Schrank und ein Regal ist dafür nur für meine getrocknete Sache. Ob das ist Gemüse oder Tee oder Blüten, egal was ich das so selber trockne und vorbereite, steht in einem Schrank. Und da ist dunkel. So, liebe Freunde, was wollte ich noch sagen? Dass es für wen musste ich mit ganz vorsichtig oder vielleicht sogar gar nichts einnehmen, wenn die Menschen mit Herz- und Nierenreduzierung so Probleme haben, da muss man wirklich sehr vorsichtig sein, weil durch das, ob das jetzt Brennnesseltee oder jetzt die Samen, das trocknet dann Körper aus, wenn wir nicht genug trinken oder wenn unsere Nieren nicht genug arbeiten oder nicht regelmäßig arbeiten. Deswegen bei dieser Krankheit muss Vorsicht geboten sein. Vielleicht ganz selten mal es verwenden und nicht übertreiben, dass mal nicht sein Körper noch mehr schadet. Sonst für alle anderen kann man von 1 Teelöffel bis 3 Teelöffel, ob das, das die Samen oder mal den Tee trinken und immer wieder Pause anlegen. Das heißt nicht, dass über ganzes Jahr muss man jetzt diese Brennnessel-Samen essen. Macht ihr alles regelmäßig und alles in Normen und dann helfen wir unserem Körper. Wenn wir überlasten unseren Körper, dann tun wir sogar mit den guten Sachen unserer Körper nicht gut. Ich möchte euch noch zeigen ein Tinktur. Was kann man noch machen? Das nimmt man einen Teil von diesen Samen in ein sauberes Gläschen und dann dafür nimmt mal Wodka oder irgendwelche Spirituose, 5 Teilen. 5 umrühren und 3 Wochen ziehen lassen. Und das ist wirklich perfekt. Kurz dann von dem Winter oder wo jetzt in späteren Herbst fängt so ein schlechteres Wetter und wir müssen unser Immunsystem aufstärken, stärker machen, dann können wir das trinken. Aber erstmal 3 Wochen stehen lassen. Ihr könnt zwischendurch immer wieder mal schütteln. Ich stelle das einfach hier in meine Küche, einfach in den Schrank. Wird angenommen, musst du immer testen. Von 1 Teelöffel bis 3 Teelöffel pro Tag. Und nicht länger als 3 Wochen. Wenn ihr kein Alkohol könnt vertragen, kann man einfach 1 Teelöffel Samen in eine so eine Schälchen nehmen und mit dem Honig ein bisschen verrühren. So viel nehmt ihr Honig, dass ihr das einnehmen könnt. Und bitte richtig durchzerkauen. Sonst, wie gesagt, kann man die Samen auch
bisschen anrösten und dann nimmt man die in die Möhse und verreibt die. So, jetzt beim Verreiben merke ich, dass die Samen noch nicht 100% trocken sind. Die knacken gar nicht. So, jetzt machen wir uns ein leckeres Knusperbrot. Die Knäckebrot habe ich auch selber gebacken. Das ist ein glutenfreies Knäckebrot. Gebe ich ein bisschen Frischkäse oder irgendwelche so ein Brotaufstrich und dann diese zerdrückte Samenstreuen. Dazu kann man noch auch eine Tomate aus dem Garten nehmen. Und noch ein bisschen Brennnessel auf die Tomate. Und meine Lieben, guten Appetit! So, liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig. Haben wir uns heute was sehr Gesundes gemacht. Und ich hoffe, dass einer oder die andere das auch nachmacht. Und ich kenne viele, welche das schon seit Jahren machen und anwenden in ihrer sozusagen Ernährung. Und ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare oder über eure Erfahrungen von den Brennnesselsamen. Das interessiert mich auch, wie die anderen das anwenden und wie das die dazu sagen, wie geht denen jetzt besser, seitdem die das annehmen und so weiter. Würde mich sehr, sehr freuen über eure Kommentare. Über Daumen hoch natürlich freue ich mich auch sehr. So, liebe Freunde, ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!